ein neues Schmuckstück bzw. ein Modeschmuckstück hat Gabriele auch heute wieder mitgebracht. Letzten Monat haben wir zum allerersten Mal die Mund-Nasen-Schutzmaske von dir vorgestellt. Und man muss auch wirklich sagen, die ist äußerst beliebt. Das heißt, deine Fans, aber generell die Menschen, die sich vielleicht auch schön kleiden wollen, die sind ganz begeistert von dieser Schutzmaske. Und die können sie heute natürlich auch bestellen. Jetzt bist du auch noch zur Modedesignerin. Ja. Also auf jeden Fall brauchen wir ja alle in der jetzigen Zeit eine Maske und wir brauchen nicht nur eine Maske, sondern wir haben alle mittlerweile schon ein paar Masken zu Hause. Und diese Maske habe ich natürlich auch gemacht, weil ich auch für sehr viele brauche. Und es ist darauf meine Energiespirale abgedruckt. Und Sie wissen ja, überall wo die Energiespirale drauf ist, da gibt es auch universelle Lebensenergie darauf. Also die kommt schon regelgeweiht zu Ihnen nach Hause und wird mittels Fernenergieübertragung von meiner Freundin, die eine Reiki-Meisterin ist, in den Vollmondnächten immer wieder nachgeladen mit der universellen Lebensenergie Reiki. Was mir auch wichtig war, ist eben, dass es einen tollen Schnitt hat, der angenehm ist zu tragen. Und wenn man die Andrea von der Seite sieht, man sieht es eben, der Schnitt ist so gemacht, dass es nicht die Lippen berührt. Und das ist für uns Frauen wiederum so wichtig, wenn wir Lippenstift tragen, wir hier in der Maske und ja, der würde sich sonst in der Maske wieder verschmieren. Und deswegen ist der Schnitt eben auch optimal. Was auch sehr angenehm ist, ist, es ist ein ganz eng gewebter Stoff. Also das ist ja auch ein besserer Schutz auf jeden Fall, wenn der Stoff eng gewebt ist. Und es ist aber trotzdem ein ganz dünner Stoff, weil ich unter diesen dicken Stoffmasken extrem zu schwitzen beginne. Man kann, und das geht ja wahrscheinlich nicht nur mir so. Und es ich finde noch nicht mal nur dieses Schwitzen, das Atmen. Also man kann unter dieser Maske einfach auch wirklich atmen. Mhm. Das ist ja bei vielen Masken auch nicht der Fall, weil man wirklich schlecht Luft bekommt. Wenn sie ganz eng anliegt, ja, dann ist es so. Also die liegt schon auch ganz eng an, auf der Seite eben. Also sie liegt am Körper ganz eng an. Aber trotzdem vorne hast du halt Luft. Also du hast irgendwie noch so eine Sauerstoffkammer irgendwie. Sauerstoffkammer, genau. Das ist wichtig. Man kann sie bei 60 Grad waschen. Meine Masken sind schon alle 100 Mal gewaschen. Also da kann man, da geht nichts weg und da bleibt alle, also der Schmutz geht weg, aber natürlich die Energiespiralen bleiben und der Stoff wird auch wieder ganz schön weiß. Und sie ist äußerst beliebt. Für 14,99 Euro können Sie heute noch mal zuschlagen und sich diese ganz besondere Mund-Nasen-Schutzmaske holen. Denn es geht ja auch ums gute Aussehen und man möchte auch unter so einer Maske oder mit so einer Maske ganz gut aussehen. Und das ist natürlich beim Mund-Nasen-Schutz von Gabriele Iasetta der Fall. Die leuchtet auch so schön, die macht einen auch immer so ein bisschen frisch. Man sieht immer ganz gut aus. Also wenn Sie jetzt zuschlagen wollen,